Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Ich bin hier gerade wieder ein bisschen zu blöd, gerade auszufahren, um den ganzen Scheiß einzusammeln. So. Jetzt sehen wir zu, dass wir... Da sind auch übelst die Riesentannen. Da könnten wir, wenn man eine Motorsäge und sowas, da kannst du da richtig aufräumen. Also auch für die Holzfäller unter euch. Da ist ein Riesenwald. Wenn ihr den kahl gemacht habt, ich glaube, dann habt ihr gut Kohle verdient. So. Das hier müssen wir jetzt zu dem Hühnerstall bringen. Weil da diese Verkaufsstelle dafür ist, für das Stroh. Ein bisschen Geld machen müssen wir ja auch. Was aber alles ziemlich dicht ist. Jetzt fahren wir hier lang. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung hatte. Hier lang. Glaube ich. Jetzt hier links. Ja. Gucke an. Ja, alles keine weiten Wege. Und da ist schon die erste Saat. Wieder auf dem Feld. Entladen, dass wir hier ein bisschen Geld verdienen, Leute. Wir müssen ja ein bisschen was wieder reinwirtschaften. Und dann gehen wir erstmal gerade Rasen mähen. Hier ist überall Gras. Ja, da ziehen wir einfach ein bisschen ein dran lang, dass wir hier ein bisschen was drinne haben für die Kühe. Was über ist, können wir ja auch wieder ins Lager schmeißen. Ja, das ist ja hier absolut kein Ding. Jetzt schmeißen wir hier mal das Mähwerk und das alles an. G, B, runter und 3 und gib ihn Saurus, mein Freund. So. Versuchen hier wenigstens ein bisschen Gras zu haben für die Kühe. Dann sollte das schon ganz okay sein. Ja, viel brauchen die eh noch nicht. Aber es bringt wieder ein bisschen mehr Geld. Weil sie mehr Milch produzieren. Unsere lieben Kühe. Na, ich glaube, wenn ich so 10% drin habe, dann... Na, wir fahren einmal rum und dann sollte das schon okay sein. Der ist auch gleich eigentlich fertig mit Säen. Also das Feld, das hat jetzt schon richtig lange gedauert, finde ich. Das sieht natürlich jetzt wieder richtig scheiße aus hier, was ich jetzt hier gemacht habe, aber egal. Egal, das verschwindet eh nach einer Zeit. So, nehmen wir wieder vollen Schnitt. Was einfach wichtig ist, dass wir jetzt da ein bisschen Stroh? Nein, Heu. Nein. Doch, Heu. Oder? Nee, Heu ist es, wenn wir gewendet haben. So, dass wir da jetzt hier ein bisschen was reinhauen. So. Wir haben jetzt Gras. So, und Heu ist es, wenn wir gewendet haben. Ich komme voll durcheinander mit dem ganzen Kram. Jetzt will ich nur mal überlegen, wo muss das rein? Muss das hier rein? Oder ich schätze hier. Oder muss hier die... auskippen. War wohl schon richtig.
Ja, reicht nicht für 6 Tage, aber es ist was drin. So. Das Problem haben wir nämlich dann auch beseitigt. So. Mit dem Großen jetzt erstmal hier richtig Mottek machen. Hi fährt nicht. Hallo. Ha, Hi fährt. Geht doch. Stopp. Dann kannst du hier gleich wieder weiter grubbern. Eieiei. In diesem krummen Feld hier. Und Tschüssikowski. Und Gas und Spaß. So. Fleißig, fleißig, fleißig sind wir hier. Hä? Wie die kleinen Bienlein. Rucki die Zuck. Ist hier die Scheiße erledigt. So. Können wir uns ja die Produktion noch mal angucken, gerade hier bei den Schweinen. 60% haben wir jetzt. Ist doch cool. Ist vollkommen okay, finde ich. Und bei den Kühen sind wir jetzt bei einer Priorität von 54%. Ist auch okay. Misthaufen, Güllegrube, Futterkrug, Mischration, Silage, Gras, Wasser haben wir noch genug und Stroh haben wir auch genug. So, alles okay. Ja, jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir das Feld da hinten, das große, wirklich nehmen. Ah, das hier ist so ein Kruppelfeld, weißt du? Ich würde auch lieber das hier vielleicht für Gras nehmen. Weil das würden wir ja immer mit dem Trecker abmähen. Ja, das ist echt so ein richtiges Krüppelfeld hier. Weil 2 Felder für Gras wäre eindeutig schon zu viel. Glaube ich. Ich weiß es nicht so genau. Es wächst ja ziemlich schnell nach, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, wir müssen ja Silage auch noch machen. Ah doch, wir werden dieses Krüppelfeld hier nehmen, weil der Mähdrescher und so hier die Automatik echt beschissen hier drauf fährt. Also wenn wir hier Gras drauf sehen, nehmen wir gleich die Sämaschine. Der sollte dann gleich da hinten fertig sein. Und wenn wir erstmal hier das Gras draufhauen, dass wir Silage kriegen. Das ist erstmal arg wichtig, finde ich. Ja, Milchproduktion müssen wir auf jeden Fall machen. Dann werde ich noch die... Ach, egal. Dann werde ich noch dieses Schild da hinstellen, dass wir selbst die Milch verkaufen. Das soll man einfach nur platzieren und dann sollte das funktionieren. Weil wir haben ja diesen Wassertank ja gekauft. Und so können wir dann immer selbst die Milch wegbringen, wenn da 5.000, 6.000... Ja, 6.000 geht in unseren Wasserfass drinne ist, dann können wir in dem Sinne für 6.000 dann auch die Milch wegbringen und verdienen dann auf den Schlag gutes Geld. Ich weiß gar nicht, ob der Milchpreis auch sinkt oder steigt, da muss ich dann mich nochmal drum kümmern und anschauen, wie das ist. Ja, das bringen wir natürlich jetzt auch wieder in die Verkaufsstelle, würde ich sagen. Noch mehr Stroh brauchen wir jetzt erstmal nicht. Geht so. Entladen. Hier, Geld machen.
Geld. Alles mein Schatz. Richtig mein Schatz. So, jetzt gucken wir mal, was hier abgeht. Hi, ist fertig. Der ist auch fertig. Sehr schön. Ja, jetzt müssten wir normalerweise gleich das Feld hier auch noch machen. Ja. Aber das tun wir jetzt erstmal nicht. Sondern wir fahren jetzt erstmal hin und sehen zu, dass wir Gras Das müsste doch Gras sein. Das ist ein Blümchen. Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Ist das jetzt Gras oder war das jetzt Gras? Das ist Mais. Das sind Rüben. Das ist Weizen. Das ist Gerste. Und ist das Blumen. Und das ist Raps. Das sind Blümchen. Das ist Gras. Gras, 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 Gras. So. Bin ich jetzt richtig? Ja, ich bin richtig. So, dann nehmen wir mir hier unten das Krüppelfeld und klatschen da jetzt erstmal Gras drauf. Ja, hier ist nämlich jetzt Action angesagt hier unten. Ja. Macht er Gras? Ist das jetzt Gras? Vorher hat das anders ausgesehen. Wenn ich das jetzt nehme. Sämaschine anschalten. B. B. Ach so, ich muss wieder diesen Spurreißer runter machen. Ja, ja. Kann ich nicht. Das ist krass. Das ist krass. Nur mein kleiner Freund. Du hörst mal gerade auf. Das da hinten müssen wir jetzt erstmal wieder ausbaden. Oh, 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 oh. Ja, dann muss Papa jetzt erstmal wieder hier wegmachen. Den Scheiß. Ja, was er hier gemacht hat. Jo, jo. Rum, tum, 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 tum. Fertig. War hier was? Nein, ich habe hier nichts gemacht. Na, das. Wo ist mein großer Trecker? Hier. Entladen, sehr schön. Weiter geht's. Den hier fährt auch kein Gehilfe, ja. Den fahren wir den nur kaputt. Ach. Doch, hier können wir auch lang fahren. Sehr schön. Na, meine Mukus. Woll ist da hinten das Gras schon wieder fast raus. Ah, wir können jetzt gerade stehen bleiben. P drücken. Zack, zack. 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 Und das muss dann hier hin. Zack. Escape. Okay. Haben wir das jetzt da oben? Ich will das jetzt sehen. Lauf, Forrest. Lauf. Und ab dann soll eigentlich der illegale Milchverkauf vorbei sein. Ja. Kein illegaler Milchverkauf. So. Wird wohl funktionieren. Oder hoffen wir jetzt mal, dass das funktioniert. Wenn ich da einen Fehler gemacht habe, schreibt es in die Kommentare. Weil wir wollen ja selbst Milch verkaufen. Ja,
Das will ich nicht machen lassen, sondern das machen wir. Ja, wir sind hier die Chefs. So, jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir jetzt hier den Stroh so langsam runterkriegen. Ja, hier ist nämlich volle Pulle Betrieb, Leute. So, mach aus das Ding und beschleunige mal ein bisschen. So. Ich fahre wieder Schlangenlinien, ey. Oh. Aber zu viel gesoffen. Ein bisschen viel Schwacken gesoffen. Oh, jetzt nicht googeln, sondern überlegen, was Schwacken ist. Schwacken. Ja, Kaffee mit Korn. So, hat man früher auf dem Hof so getrunken. Das oder macht man heute wahrscheinlich immer noch, wenn es draußen kalt ist. So. Da wird schön unser Teppich verlegt. Na, drei Trecker auf einem Feld. Das habe ich bis jetzt bei keinem Landwirtschaftssimulator so gemacht. Hier geht so richtig die Post ab. Aber kann das sein, dass die Gerste mehr Stroh ausspuckt? Ich glaube schon, ne? Kommt mir zumindest so vor. So. Na. Geht doch. Jetzt haben wir immer hier wieder ein bisschen Platz gemacht. Und der schöne Trecker, wie der schon wieder aussieht, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ey. Das gefällt mir ja gar nicht. So. Ja, sammel doch einen hier. Du musst wirklich genau in der Mitte fahren, sonst nimmt dann nicht alles mit. Ah, ist jetzt auch nicht so tragisch, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Haben genug im Lager. Und sind ja fleißig dabei und bringen gleich das hier auch schon wieder weg und verdienen damit dann schon wieder Geld. Und ist ganz gut. Jetzt brauchen wir nur noch so einen, diesen Transporter für die Schafe, für die Schweine. Bräuchten wir noch einen Transporter. Da muss ich dann später nochmal gucken, was der kostet. Weil wir müssen ja die Schweine ja auch verkaufen, Leute, ne? Wo die hin müssen, das weiß ich noch nicht. Kann ich mich gar nicht so zu äußern. So. Das bringen wir natürlich wieder zum Entladen. Lager ist genug dann, Leute. Im Lager brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr reinprassen. Problem ist, wenn ich mich jetzt übernehme hier oder irgendwas anderes, dann können wir uns auch keinen Kredit mehr holen, geschweige irgendwas anderes. Aber ich glaube, mit 25.000 und immer wieder zwischendurch mal ein bisschen Stroh wegbringen, Holz könnten wir auch noch wegbringen, weil darauf werde ich mich jetzt erstmal nicht konzentrieren. Das werde ich später auf jeden Fall nochmal machen. Weil da hinten ist ja so ein schöner Wald extra angelegt. Finde ich schon geil, wenn wir dann da später, wenn wir dann Zeit haben, wirklich den ganzen Gedöns auch mal abkippen werden. Wird mit Sicherheit gut funktionieren. So Leute, ich sage wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei LS 2015. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis denn, tschüss.